So, wir geben uns in dieser Mission mal sehr minimalistisch und sagen, kleine Türme reichen uns doch vollkommen. Ist doch das Schönste, was man sich bauen kann. Meine Ruhig. Gut, dass ich den guten alten Mauern, die guten alten Mauern gezogen habe. Das Volk huldigt euch, Sire. Das Volk huldigt euch. Okay, eigentlich können wir jetzt mal so. Schwinden dahin, euer Gnaden. Durch den Angstfaktor können wir schon fast sagen, wir lassen mal die Steuern, wie sie sind, machen so. Das Volk huldigt euch, Sire. Oh, da habe ich ja was vergessen. Es ist schon nervig, wenn man mit der Mission nichts anbauen kann. Und trotzdem mit Nahrung hantiert. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch. Ach so, du musst das Tier dran vorbei, oder? Okay, Logik vom Schwein. Ich bin hier. Den ich angreifen will, ist da. Gucci ist dazwischen. Den greife ich an? Natürlich, den da hinten. Auf geht's. Oh Mann. Du regst mich auf, Schwein. Du regst mich auf. Och nö, jetzt kriege ich da keinen Turm hin. Oh nö. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Ich begnüge mich mit kleinen Türmen. Zack, und da passen nicht mal die hin. Toll gemacht, ne? Dann machen wir es so. Lieber Ambusschützen, bitte aus dem Weg. Aus der Weg, bitte. Das Fürst möchte vorbei. Dann machen wir es eben so. Was soll's. Da und noch eins. Da und noch eins. Da. Und jetzt ist hier, glaube ich, ja, es ist so versetzt. Verdammt. Waffen egal. Der Schulter. Reicht, das sieht doch keiner. Es hat keiner gesehen. Verstanden. Dann verteilen wir die noch ein bisschen. Stelle. Dann gehen hier bitte noch ein paar Leute aus dem Weg. Nein, gehen sie nicht. Stellen sie ja noch weiter rein. Herrlich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Würdet ihr bitte noch mehr Platz machen? Ihr werdet als der gütigste das Mann Volk des gesamten Königreichs verehrt. Naja, gut. Wir haben plus 5. Der Rest kann uns jetzt Wurst sein. Und was für eine Wurst, wenn ihr hört, das... Es ist halt das Problem, wenn man mal kurz vorher... Wenn man irgendwie leicht müde ist, weil man vielleicht noch so 5 Stunden geschlafen hat, sich auf dem Weg. Dann kommt man nach Hause und denkt sich, in diesem Gebäude gibt es keine so müde, Arbeit, wie ich jetzt irgendwie bin. Es ist ein bisschen doof, jetzt ein Let's Play aufzunehmen, da bin ich ja total dranfunzlig. Dann mache ich doch mal einen kleinen Mittagsschlaf vorher. So eine halbe Stunde nur. Das tut echt gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Aber danach ist man irgendwie voll... Fehlt bloß noch, dass regelmäßig jemand vorbeikommt und mir den Zapper abwischt. Obwohl, so krass ist das jetzt nicht. Aber jetzt hab ich euch ein kleines Bild in den Kopf gesetzt. Ich hoffe, ihr werdet damit glücklich. Achtung! Achtung! Ja. Im Laufschritt! Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Ach, egal. Achtung! Und los! Wohin gehen wir? Stimmt, irgendwas, dass der Angstfaktor so reicht. Wir werden übermannt. Das fand ich toll. Und das Waffen geschultert! Wert. Ja, irgendwie sowas. Wird schon alles toll sein. Ich wette. Ich schwöre. Achtung! Zur Stelle! So. Vorwärts! Ich würde sagen, jetzt können wir uns schon bald um die Schweine kümmern. Ja, wir können doch eine Kathedrale bauen, natürlich, aber... Och, nö. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Das Volk huldigt euch. Wir werden doch auch ohne glücklich. Bier haben wir irgendwie zu viel. Trotzdem kaufen wir mehr Hopfen. Warum wir das tun? Weil wir deppert sind. Nee. Es lenkt einfach... Es lenkt. Es reicht einfach für eine längere Zeit. Es lenkt einfach für eine reichere Zeit, wollte ich das gerade tatsächlich sagen. Ach, hallo, Baum. Das Schwein kann jetzt ja gar keinen Turm hinbauen. Herrlich, herrlich, herrlich. Das gefällt mir. Ich würde sagen, dann fange ich mit diesem Schwein da oben an, bei Zeiten. Das ist schön. Machen wir doch wieder unsere lieben Pikiniere. Wir kennen das Spielchen doch. Dann machen wir mal die Rüstungsanzahl, die wir gerne hätten. Gut, können wir verkaufen. So.
wünscht sich. Das ist eine gute Zahl. Ist wahre Nein, das Macht. Ist eine gute Zahl, keine wahre Eure Macht. Verbündeten. Ach, Richie, du willst ja schon wieder was zu essen. Das gibt's ja nicht. Oh, jetzt wollte ich schon verkaufen. Na gut, Richie, sobald die Lieferung da ist, wünsche ich dir Bon Appetit. Wir benötigen mehr Gold. Was willst du mit mehr Gold? Ich glaube, der hackt's. Ja, heißt jetzt Gollum. Ihr Schweine. Gucken wir übrigens demnächst den Hobbit an. Dafür fahre ich extra nach Nürnberg, zur zweitgrößten Leinwand der Welt. Ist übrigens in Nürnberg. In Nürnberg ist ein Kino, das heißt Cine Magnum. Und das hat die größte Leinwand Europas und die zweitgrößte der Welt. Zumindest war das der Stand vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, aber ich glaube nicht. Und ja, für irgendwelche ganz besonderen Filme in 3D anzugucken, fahre ich dort gerne hin. Und ja, das ist geil. Das ist Hammer, wenn man da jetzt öfters reingegangen ist, nochmal mit Freunden, um das denen zu zeigen. Und man kommt dann zurück und geht wieder in ein normales Kino rein, denkt man sich bloß, was ist denn das für ein Wohnzimmerfernseher? Eine Wohnzimmerleinwand. Ei. Ist schon echt gewaltig, muss ich sagen. Schon ziemlich übel. Ja. Ein paar Armbrustschützen. Achtung! Nochmal 5 auf diesen Turm. Ei. Und der Rest kommt Im dann Laufschritt zum Angriff. Unerreichbar, Sire. Aha. Ach, da können auch nochmal 5 hin. Okay. Achtung! Nochmal 5. Und der Rest kommt dann zum Angriff. Aha. Déjà-vu. Ei. So, die Piken gehen rein. Oh, Witchy, deine Nahrungsration. Bitteschön. Was zum. Oha, da ist jemand reißt. Da ist aber einer ganz frech. Ich ergänze. Da war aber einer ganz frech. Den machen wir als letztes. Wir machen es nach und nach. Der hat auch irgendwie Probleme, oder? Ich glaube, der reißt sich auch von selbst runter. Irgendwie hat die KI so manchmal Probleme. Aber es hat meistens irgendeinen Grund, weil sie irgendwie ausgesperrt sind wegen irgendwas. Ist der jetzt nicht unbedingt. Der könnte hier durch das Torhaus raus, auch wenn er es bauen würde. Keine Ahnung. Ja, gehen fort. Ist Brot? Er braucht schon Brot. Achtung! Ei. Holen wir nochmal ein paar Rüstungen dazu. Und jetzt kaufen wir noch ein paar Piken. Und dann hat sich der Salat. Und Richie, willst du eigentlich bald mal wieder was Neues zu essen haben? Oder bist du mit Steinen in deinem Speiseplan komplett zufrieden? Wie schaut es mal überhaupt aus? Gold schlecht? Sache ist ja die wollen unglaublich viel Stein haben und dann verkaufen sie die Hälfte gleich, wenn man es denen schickt, wenn man es auf den Marktplatz achtet. Schauen wir mal beim nächsten Mal drauf. Dann seht ihr es. Ich schwöre, ich rede in vollkrass Wahrheit. Ei. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Seht, mit dem Gold hält sich trotzdem ziemlich knapp. Gut, wir kaufen ja auch Waffen wie der letzte Feuerteufel, aber egal. Es macht Spaß. Ich mag Waffen und ich mag Züge. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay, 20 müsste erst Eine reichen. Nachricht von Richard Ach, da kommt er wieder. Das königliche Banner ist in großer Gefahr. Ihr müsst mir zu. Ich werde dir helfen. Ich bin ja schon da. Haha. Überrascht? Was denn? Wirst du etwa angegriffen? Hat da etwa wer die Windeln kaka voll gemacht? Ach, der lila, wie es aussieht, oder? Ach nö, der schickt einfach mal wieder seine typischen Opfergnome vor. Im Sinne von, oh ja, ich habe irgendwie zu viele Truppen. Machen wir mal ein paar weg. Ei. Jährliche Inventur. Wir haben zu viele Truppen. Es werden Waffen. Was mache ich damit? Ach, schickt sie mal dahin, da stehen ein paar Armbrustschützen rum. Geht mal alle hin. Eine Nachricht vom Schwein. Lauf weg, kleines Hündchen. Wer wagt es? Oh. Was zum... wolltest du nicht mich angreifen? Was machst du vor dieser Mauer? Merkt ihr jetzt gerade, falsche Hausnummer? Ups, wir haben uns eine Hausnummer gehört. Einen Moment, wir kommen woanders hin. Ganz genau, so macht man das. Tja, so hilft das auch. Fürs Schwein reicht das doch aus. Wie oft kriegen wir es jetzt hier mit Katapulten zu tun, die wir wegschießen müssen?
Also, Achtung. Ehrlich. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung. Das ist eure Lordschaft. Wie es aussieht, werden es wohl doch wieder nicht, werden das jetzt keine drei Folgen, sondern nur zwei. Für diese Mission. Vorwärts! Ob ich jetzt aber noch eine ranhänge, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, schließlich. Schließlich habe ich vergessen. Nee, aber je nachdem, wie viel ich Lust habe, wie schnell die nächste Mission aussieht, wenn die so aussieht, als würde sie sich langziehen, dann mache ich das, glaube ich, auf die nächste Aufnahme. Wie gesagt, ihr merkt eh nichts davon. Das ist einfach... Ach du Scheiße, was zum Teufel? Was wünscht ihr? Oh Mann, sowas liebe ich ja. Alles weggeballert und dann... Oh. In Ordnung. Euch geht's wohl so gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Euch geht's wohl mittlerweile so gut, oder was? Im Lauf. Dann schicken wir die erstmal hier hoch. Ihr kommt Sire. Später nach. Unerreichbar, Sire. Die sollen erstmal das Feuer auf sich ziehen. Dann ballert ihr die weg. Und alles wird wieder gut. So, das neue Gold nutzen wir für sowas aus. Und sowas. Ihr habt nicht genügend Gold. Eine Nachricht vom Schwein. Ach, was Schwein. Es ist doch alles gut. Wo siehst du denn Gefahr? Vorwärts, Pikiniere. Einfach nicht hingucken. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist hier los? Einfach. Es ist einfach herrlich, wie viele Ambusschüsse die Pikiniere aushalten und dabei noch so schnell sind. Einfach genial. Ich liebe Pikiniere, vor allem gegen Ambussgegner. Aber liebe Schweinchen, einfach den Kopf in den Sand stecken, genau Gebäude abreißen, Kopf in den Sand stecken, einfach nicht lächeln und alles wird gut. Pikiniere sind toll, Pikiniere sind großartig. Wollen wir es gleich beim nächsten auch noch versuchen? Oder verschieben wir das erstmal? In Ordnung, wie ihr befehlt. Eine Nachricht vom Schwein. Wir verschieben das. Hängt dem Schwein das Leben. Entgegenschießen bitte. Perfekt. So, hier sammeln wir uns dann nochmal für den nächsten Angriff. Gute Arbeit, my Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Danke, danke, danke. Ich weiß doch, wie großartig ich bin. Euer Gnaden? Für den nächsten Angriff machen wir mal ein bisschen Gerät. Der Gerät kommt dazu. Wir hatten lange keine Feuerballisten mehr. Machen wir mal ein paar. Stimmt, die hat sich hier oben auch bestimmt sehr rentiert. Wie schön, dass wir jetzt auf die Idee kommen. Mit tragbaren Schilden habe ich auch überlegt, aber... ich weiß nicht, das wäre ein bisschen... Machen wir mal ein paar. Allzeit bereit. Einfach nur, dass wir sie haben. Kann ich dienen? Kommt mal hoch. Ihr seid jetzt meine persönliche Leibgarde. Schwertkämpfer sind da zwar stylischer, aber sowas geht doch auch. Achtung! Es werden Waffen benötigt. So, dann holen wir noch ein bisschen Verstärkung dazu für den nächsten, weil der blaue wird wohl die härteste Nuss werden. Der ist eigentlich ein Kinderspiel und der da unten irgendwie zwischendrin. Es werden Waffen benötigt, Sire. Lieber Witchy, wie schaut's mittlerweile bei dir aus? Wolltest du eigentlich irgendwas? Eure Verbündeten. Willst du irgendwann mal angreifen? Ich meine, du kannst dich doch um den Schwarzen kümmern. Um den in der Farbe Schwarz. Eigentlich könnte ich dir doch ein bisschen Geld schicken. Das wäre doch was Feines, Witchy, oder? Bitteschön. Ich hoffe, du wirst sehr glücklich damit. Du musst ja groß und stark werden. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ja. Das königliche Banner ist in großer Gefahr. Jetzt mecker doch nicht rum, du hast ihm 2000 Gold bekommen. Zu Hilfe du stirbst wenigstens reich, mein Freund. Mein Freund. Jetzt mach ich wieder einen auf Saladin. Wie sich's gehört. Es werden Waffen benötigt, eure Verbündeten. Steht nicht mal irgendwas. Der sagt einfach nur, ja, hilf mir und dann lässt er mich in Ruhe. Alles klar, das war nur so ein Hinweis. Keine Aufforderung. Da wurde geballert. Mr. Black hat ja auch wieder echte Probleme.
Also im Sinne von, er macht nichts. Ist immer wieder seltsam, aber boah, wenn die Leute es halt als Hobby haben, nichts zu tun. Zu Diensten. Will man ihn doch nicht. Der Marsch wird uns gut tun. Den Kram sprechen. Ist wahre Macht. Ich hatte doch mehr. Die Waffen. Wo ist der Rest hin? Na egal, 14 sind auch gut. Was wünscht ihr? Ich glaube, das sind die Streitkampfkämpfer einfach durchgekommen. Ihr könnt Hallo das gesagt. Nicht dort platzieren, mein Lord. Oh, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht gerade irgendwelche Säge oder Hämmergeräusche oder so. Das wird irgendjemand am Handwerkern. Das ist derzeit echt oft schlimm. Aber was will ich denn Belagerungsgeräte. Bitte abschießen. Dankeschön. Dankeschön. Konstruieren Belagerungsgeräte. Der ist aber echt hartnäckig. Der hat geht's mittlerweile echt so gut, muss ich echt sagen. Kann man sagen, was man will. Dem geht's echt so gut. Konstruieren Belagerungsgeräte. Verkaufen wir mal ein paar Steine wieder. Ei. Ihr könnt das nicht stoppen. Dann kommt man wieder die Anordnung. Eins, zwei und dann seid die drei. Ballisten in Position zusammen schultert die Waffen. Mit den Armbrustschützen, die auch in Position gehen. Das ist doch ein Plan. Was? Eine Nachricht von Richard Löwen. Was denn los, Richie? Uns mangelt ich bin gerade leicht beschäftigt. Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub Eisen? Schaffen? Ich hab dir doch eben 2000 Gold geschickt. Kannst du es nicht einfach kaufen? Nein, der Herr natürlich nicht. Eine Nachricht vom Schwein. Kommt wird das ganz fein im Hause. Was zum Teufel? Also das Schwein macht echt Probleme. Wahnsinn. Du hast Kämpfer gegen. Verdammt. Der ist echt aufdringlich, würde ich sagen. Also der wehrt sich echt so gut wie es geht. Den schwarzen können wir eigentlich gleich anhängen. Eine Nachricht vom Schwein. Nein! Wäre doch nur unnützes Herausgezögert, wenn wir den jetzt noch lassen würden. Bitte. Wir machen mal die Mauer kaputt. Dieses Ganze, wir laufen außenrum, ist doch seltsam. Gute Arbeit, my Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Ach, wir haben schon auf 90, okay. Das wollte ich nicht wissen. Aber gern. So. Eine Nachricht von halt Schwein. Knabbert. Was ist hier los? So, Richie, du wolltest Eisen. Bitteschön. Und damit du mal ein wenig vorankommst. Eine Nachricht was habe ich denn getan? Das Schwein wittert Gefahr. Lieber Richie, du kriegst noch ein wenig Gold. 3000 an der Zahl. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Geht's ihr Bild kurz weg. Karawane ist eingetroffen. Ich danke euch. So, jetzt wollen wir mal gucken, Richie, ob du mal da angreifst. Obwohl, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Aber wir warten auf deinen Angriff, dann greifen wir auch mal. Eine Nachricht das ist vom doch Schwein. Ein Plan. Wenn du jetzt mal irgendwann seine Truppen erstellt. Oder da das jetzt mit der Wirtschaft besser aussieht. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Gute Arbeit, my Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Danke, 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 danke. Keine Blumen. Das Volk huldigt euch, Sire. Was wird das Problem mit den Rüstungen? Die können jetzt diesmal weg. Wir sind jetzt doch nicht mehr so mega scharf auf. Ihr habt nicht genügend Güter. Scharf. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Auf die lieben Freunde. Ei. Das Peak. Nein. Pikiniere, nee. Was wollte ich meinen? Auf. Ei. Auf was bin ich nicht mehr? Ach ja, auf die Streitgruppenkämpfer. Ich bin heute echt ein kleines wenig. Bitte nicht wundern. Ein wenig. Wow, Witchy. Ein klein wenig, ja, verpeilt einfach so. Gerade, sagen wir es mal so, nicht direkt frisch vom Schlafen. Eine Viertelstunde habe ich schon gewartet. Noch Kaffee kurz getrunken und so Sachen. Aber irgendwie will sich das nicht so ganz einklimatisieren. Das braucht dann doch ein bisschen länger. Hallöchen. Witchy, so kenne ich dich doch gar nicht. Die grobe Seite. Und ich hoffe, du brauchst jetzt wirklich mal Angriffstruppen. Ich möchte mit dir zusammen angreifen. Das kommt doch viel cooler. Wir sind doch schließlich verbündet. Achtung! So. Und mal wieder Pikiniere. In Aspik geht's wieder los. 6.
Eure Lordschaft? 6, Baby. 6 brauche ich. Also der Marsch wird uns gut tun. Ich weiß nicht, was ihr wieder denkt. Waffen geschultert! Witchy hat schon ein zweites Katapult gebaut. Der alte Protze. Ja, aber falls er jetzt dann doch angreift, wird es ziemlich problematisch, wenn der überhaupt Truppen baut. Baut ihr nicht mal Truppen? Witchy. Was soll nur aus dir werden? Guck doch mal die Waffen an, die du in der Waffenkammer hast. Warum baust du denn nichts? Soll das so weitergehen dein ganzes Leben lang? Willst du immer keine Truppen bauen? Hat dir dein Vater denn nicht ins Gewissen geredet? La 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 la. Der macht wirklich nichts mehr. Witchy. Kannst du doch nicht machen. Aber na gut, dann belassen wir es dabei und sagen alle Mann. Schultert die Waffen. Also die Deutschen. Angriff. Was wünscht ihr? Moment, erstmal nummerieren. Und jetzt alle Mann Angriff. Vorwärts, Pikiniere. Alle Mann Angriff. Alle Mann. Vorwärts. Liste bereit, Mylord. In Ordnung. Wir werden überfallen. So. Wie es dann ausschaut mit der nächsten Mission, das entscheide ich spontan, je nachdem, ob die jetzt lang ausschaut. Aber da wir jetzt bei den letzten Missionen sehen, wird jede Mission lang ausschauen, nehme ich an. Von daher, aber einfach mal reingucken. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was relativ schnell abzuhandeln ist. Mit Normalspielen, jetzt ohne Wasch. Hab. Witch. Baut. Wie viel Truppen hat er überhaupt? 40. Macht auch nicht mehr als 40, oder? Sieg! Ach, Witchy, was soll denn aus dir werden? Wie viele Truppen hast du denn erstellt? 50 an der Zahl. Da hat er gar nicht mehr gemacht. Nur das schwarze Schwein war das Schlechte. Och, Witchy, aber du hast gut die Aufmerksamkeit abgelenkt. Ich bin stolz auf dich. Okay, der Dönerhügel. Der Dönerhügel, oh Gott. Gut, wären wir hier oben, könnten wir uns ein Paradies errichten. Aber hier, Witchy oben und 2 Kalifen und Computervorteil mit Geld. Das gehört zu den Missionen, die länger brauchen. Von daher würde ich sagen, reicht das für diese Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Let's Play Stronghold Crusader, dem Kreuzzugmarsch. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.